Ja, hallo, mein Name ist Dr. Bill Lemke. Ich bin Ernährungsmediziner und gehöre zu der kleinen Spezies von Coimbra-Protokollärzten. Das heißt, wir therapieren mit einer Vitamin D-Hochdosistherapie Autoimmunerkrankungen. Und ich bin eingeladen worden von Jörg Spitz, eher in meiner Funktion als Ernährungsmediziner, weil auf dem Kongress für Diabetes natürlich die Ernährung eine riesengroße Rolle spielen sollte. Und deswegen wird mein Thema heute sein, ich behandle die Niedrigkohlenhydraternährung als legitime Applikation, als Therapie eines Typ 2 und eines Typ 1 Diabetes. Das Problem ist, dass je älter wir werden, desto schlechter verstoffwechseln wir die Kohlenhydrate. Und mit einfachen Screening-Parametern, die jeder selber in seiner Praxis nachvollziehen kann, HbA1c, Blutzuckerspitzen postprandial, nicht im nüchternen Blutzucker oder auch die Insulinmessung selbst über einen HOMA-Score, kann man ganz einfach schon die Menschen herausfiltern, die im Älterwerden, und das kann durchaus im 30. Lebensjahr schon beginnen, die Kohlenhydrate nicht mehr gut verstoffwechselt sind. Da sind wir noch gar nicht beim Diabetes, da sind wir noch gar nicht in der verbrieften, überschriftlichen irgendwie Erkrankung, sondern da sind wir noch im Bereich des Prädiabetes. So früh kann ich eigentlich schon anfangen, durch Screening die herauszufischen. Wenn sich dann das Vollbild zeigt einer Verstoffwechselungsstörung der Kohlenhydrate, dann kommen natürlich relativ schnell die Nebenwirkungen hinzu, die Spätkomplikationen. Wir haben Spätkomplikationen für die Niere, für die Augen. Wir haben die Small-Fiber-Neuropathien, irgendwie. Das bedeutet für die Patienten teilweise nicht behandelbare Schmerzen mit einer hohen Suizidalrate. Ja? Und damit sehen sich Typ-2-Diabetiker und noch viel, viel mehr die Typ-1-Diabetiker sehen sich damit konfrontiert. Und mein Thema ist deswegen tatsächlich heute die Typ-1-Diabetiker. Also wir haben schon so viel über Typ-2-Diabetiker geredet und ich zeige, dass diese, gerade die jungen Betroffenen, die mit 4, 5, 6, 7 Jahren ihre Diagnose bekommen haben, in der Prävalenz der Spätkomplikationen ja, eine viel, viel höhere Zahl. Beispielsweise sind die mit 6 oder 7 Jahren die Erstdiagnose eines Typ-1-Diabetes bekommen haben, haben nach 15 Jahren Diabetes eine Prävalenz von fast 85% für die Retinopathie, also der Verlust irgendwie der Sehfähigkeit. Solange wir die Noxe so sicher identifizieren können und sagen können, dass die Kohlenhydrate nicht verstoffwechselt werden, müssen die Kohlenhydrate raus. Das ist das simpelste Rezept. Das funktioniert beim Typ-2-Diabetiker und auch beim Typ-1-Diabetiker. Man hat sich bei den Typ-1-Diabetikern nie groß rangetraut wegen der Gefahr der Ketoazidose. Aber die Ketoazidose ist immer ein Problem von zu wenig Kohlenhydrate bei zu viel, von zu viel Kohlenhydraten bei zu wenig Insulin. Und wir sehen jetzt bei den Patienten, die Typ-1-Diabetes mit einer Niedrig-Kohlenhydrat-Diät therapieren, sehen wir nicht irgendwie die Ketoazidose. Wir sehen Ketosen, aber keine Ketoazidosen. Ja? Wir müssen uns trauen. Wir müssen uns trauen, uns einzugestehen, dass wir als Ärzte die falschen Richtlinien bisher ausgegeben haben. Wir müssen einsehen, dass die Patienten unter den Richtlinien krank werden, die wir bisher veröffentlicht haben. Und wenn wir dieses Eingeständnis einmal gemacht haben, wenn wir uns trauen, irgendwie das zuzugeben, dann ist der Weg frei für neue Richtlinien, ja, für Richtlinien, die tatsächlich die Realität widerspiegeln und möglicherweise nicht nur irgendeinem kleinen Pharmazweig sozusagen dienen, sondern wirklich irgendwie der Gesundheit der Patienten. Und wenn wir so weit sind und diese neuen Richtlinien etablieren könnten, nämlich der Kohlenhydratverzicht bei einer Kohlenhydratverwertungsstörung, dann sind wir da, wo wir hinwollen. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, erstmal, bevor wir so weit sind, dass die offiziellen Leitlinien geändert werden, würde ich mir wünschen, dass jemand alternative Leitlinien formuliert. Ich würde mir wünschen, dass sich ein Komitee bildet, irgendwie von erlesenen Professoren, beispielsweise die hier sprechen, und die sich einfach mal hinsetzen und die Literatur durchforsten und offizielle alternative Leitlinien formulieren. Und dann hätten wir nämlich alle etwas, auf das wir uns beziehen können. Ja? Und dann wären wir schon einen großen Schritt weiter.